Wenn der Radfahrer das Bußgeld nicht zahlt, könnte es ihm wie drei Männern am Ebertplatz ergehen. Sie waren nicht angeschnallt und wurden kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass sie Schulden bei der Stadt haben. Jetzt ist ein Beamter erschienen, um die Gelder einzutreiben. Bei Fall Nummer 1 ist einiges zusammengekommen. Herr Gühl, kommen Sie gerade mal bitte rüber. So, das ist der Herr vom Kassen- und Steueramt von der Stadt Köln. In der Vollstreckungsabteilung. Ja. Sie sind rückständig und zahlen von Bußgeldern. Bußgelder? Vergnügungssteuer, Gewerbesteuer. Ja, und diverse Ordnungswidrigkeiten. 1862 Euro. Das müssen ja bekannt sein. Ja. Können Sie bezahlen? Nein. Lass mal Ihr Portemonnaie sehen, bitte. Was Sie bereuen? Portemonnaie habe ich nicht. Das ist alles, was ich habe. Dann können wir zählen? Ja, mitten hier auf der Straße. Das ist ein bisschen übertrieben. Ja. Ja, gut, okay. Ich bin selbstständig. Sie könnten auch mir im Laden was schicken. Also das finde ich jetzt übertrieben, mitten auf der Straße. Ja, aber Sie wissen ja, dass Sie zuvor. Nee, das ist auch übertrieben. Jetzt übertreiben Sie. Sie wissen Sie doch, dass die Zahlen. Nee, weiß ich davon nicht. Ich bin selbstständig. Ich wundere mich, dass Sie das nicht wissen, weil die kriegen Sie alle per Postzustellungsurkunde. Nee, weiß ich nicht. Sonst hätte ich mich ja gekümmert. Jetzt hätte ich gerne gewusst, wie viel Geld haben Sie denn dabei? Ja, sind Sie jetzt mit der 100 Euro zufrieden? Ich möchte wissen, wie viel Sie dabei haben. Dann kann ich Ihnen doch sagen. Gesagt, ich habe ungefähr 100 Euro. Ja, das, mir schien das aber mehr zu sein. Ja, aber hier vor so vielen Leute lasse ich auch nicht zählen. Und das ist auch gut für meine Rechte. Ich möchte wissen, wie viel Sie haben. Ich habe ja gesagt, ungefähr ja. 100 Euro. Ich habe gesagt, das sah mir mehr eigentlich aus. Nee, das sah sich mehr aus. Habe ich ja gesagt. 25, 35, 40, 50, 55, 75, ja, 110, 120. Das ist alles, was Sie haben. Aha. Wenn Sie mit einverstanden sind, 70 geben. 37 gucken wir, dann haben Sie noch 50 Euro. Ja, mir ist egal, ich kann Ihnen nächste Woche oder so 200, 300 Euro. Ja, das können Sie dann immer noch machen. Aber 70 Euro können wir jetzt machen. Ja, das ist mal ein Anfang. Und was für ein Ladenlokal haben Sie in Mülheim? Bistro. Kaffeebistro, ja. Und laufen die Geschäfte denn ganz gut? Ja, geht so momentan. Noch schlechter läuft es bei Schuldner Nummer 2. Der serbische Asylbewerber ist seit 17 Jahren in Deutschland. Herr Uhusevic. Ja. Der Mann lebt in Duldung und darf nicht arbeiten. Und der Pass. Zwei Bußgelder, 288,97 Euro. Jobcenter. Die haben ja 3 Monate keine Wohnung bezahlt, keine Miete, gar nichts haben die. Seit 3 Monaten kriege ich. Ich habe verheiratet und 3 Kinder habe ich zu Hause. Und meine Kinder haben auch kein Geld. Das sind Forderungen aus 2015. Wie viel Geld haben Sie denn jetzt dabei? 20 Euro. Und die kann ich auch nicht geben, weil ich habe keine. Ich brauche selber das. Zum Beispiel fürs Tanken. Dem Serben gehört der Wagen, mit dem die Männer angehalten wurden. Was wir jetzt machen können, wenn Sie es nicht zahlen, ich gebe Ihnen Sie das Auto und so schnell wie möglich überweisen Sie. Damit stellen wir sicher, dass das Geld auch kommt. Aber nicht so jetzt. Ja, das ist eine Zwangsvollstreckung. Das ist Zwangsvollstreckung auf die Straße jetzt. Ja, nur weil die Polizei euch angerufen hat. Wenn Sie es bezahlt haben, wird die Fendung ja sofort aufgehoben. Aber woher das soll ich bezahlen? Ja, Sie haben doch erklärt, dass Sie es bezahlen wollen. Ja, ich will es bezahlen. Ich habe aber meinen Job. Aber da frage ich mich natürlich, wenn Sie kein Geld haben, um irgendwas zu bezahlen, warum fahren Sie mit dem Auto durch die Gegend? Kann ich nicht nachvollziehen. Wenn ich nichts zu essen habe, dann ist das Letzte, was ich mir kaufe, ein Auto. Oder? Haben Sie das schon? Das ist nicht lustig. Ist lustig. Nein, das ist nicht lustig. Alles. Das ist Abzocke auf die Schnelle. Ja, jetzt muss ich, sehen Sie selber, jetzt muss ich dieses Geld irgendwie auftreiben, damit er jetzt meinen Brief nimmt oder mein Auto. Doch bis dahin kommt ihm der Beamte entgegen. Was bedeutet dieses Siegel jetzt? Dass das Fahrzeug gepfändet ist, das Fahrzeug bleibt dem Schuldner überlassen zur Nutzung. Ich denke auch, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen unverhältnismäßig, den für diese 288 Euro abschleppen zu lassen. Da würden mal erhebliche Kosten entstehen. Dass er aber sich darüber im Klaren sein muss, dass er in absehbarer Zeit die Schulden komplett bezahlt haben muss. Sonst wird das Auto abgeschleppt und verwertet. Wir würden das dann abholen. Tatsächlich kann der Mann später die Rückstände ausgleichen und darf den Wagen zunächst behalten.
Doch mittlerweile hat er schon wieder neue Schulden bei der Stadt. Sein Bekannter hatte viele Strafmandate als Kraftfahrer kassiert. Bezahlt hat der Kroate die Knöllchen nicht. Das hat sich geläppert. 3.450 Euro. Das ist ein bisschen gesammelt. Ich wusste es nicht. Ich fahre LKW bei Deutsche Bahn Schenker. Jetzt können Sie sich vorstellen, manchmal fährt man eine Stunde länger und wird von Polizei angehalten, holt man Fahrerkarte raus. Ne? Und dann bekommt man da Strafe. Und das ist alles von eineinhalb Jahren. Ne? Was haben Sie denn hier denn Geld dabei? Gar nichts. Ich habe nicht mal Unterlagen dabei. Gar nichts. Nicht hier, dabei, nein, ich gar nichts. Ich hatte nicht mal Führerschein gar nichts dabei. Nur, einzigste, was ich Ihnen geben kann, 10 Euro Strafe, wenn Sie für mich bezahlen wollen. Sie hatten ein Telefon noch dabei, ne? Was war das, iPhone oder was hatten Sie noch? Ja, ja, soll ich jetzt mein iPhone abgeben oder was? Aber ich sag mal bei der Summe. iPhone? Ja, alter iPhone von meinem Sohn. Soll ich von meinem Sohn Handy abgeben oder was? Hier, von meinem Sohn, Mann. Soll ich Handy abgeben? Von meinem Sohn? Ja, das geht nicht. Das kann ich nicht von meinem Sohn Handy abgeben. Da gibt es diese Gott nicht auf dieser Erde. Ich bin korrekt, ich bezahle das. Das ist gar kein Thema. Das ist nicht die Welt. Ich bitte Sie. Dann können wir morgen wirklich tun. Nochmal Glück gehabt. Komm an, FC. Ich konnte ja nirgendwo ansetzen. Er hat ja nichts dabei gehabt, keine Wertgegenstände. Das habe ich nicht mitgekriegt. Ich stehe nur am Rande. Da muss man jetzt versuchen, zu ihm nach Hause zu kommen. Nicht nötig. Inzwischen zahlt der Kroate in Raten. Gelernt hat er auch was. Anschnallen bitte. Sehr gut. Und immer so bitte. Hört ihr was? Tschüss. Eine teure Lektion. Doch die Gurtmuffel nehmen es gelassen. Wenn man da vernünftig mit den Leuten spricht irgendwo, dann funktioniert es in der Regel gut oder nehmen die Sachen auch noch mit Humor. Ne? Das sind ja auch Sachen bei uns, die jetzt nicht so elementar sind. Ne? Wir reden jetzt über 30 Euro, bis auf die Steuerschulden natürlich, aber ich sag mal so, unser Verstoß, 30 Euro ist auch ein bisschen was, aber nichts im Vergleich zu anderen Dingen. Eine Sichtweise, die von den Betroffenen nicht immer geteilt wird. Selbst Bagatellverstöße landen vor dem Amtsgericht. In der Regel liegen die Fälle dann Monate zurück. Ruppert muss die Beschuldigten identifizieren und den Tathergang schildern. Nicht leicht bei der Masse der Vergehen. Alle zwei Wochen bin ich wegen einer Ordnungswidrigkeit. In der Regel Ordnungswidrigkeit hier. Ist das Handy oder Rotlicht? Auf jeden Fall Dillenburger Straße. Dillenburger ist ja in Kalk bei uns. Handy bestimmt. Ja, genau. Ja. Haben Sie eine Erinnerung? Nein, jetzt so direkt nicht. Ist aber schlecht, ne? Nein, schlecht ist das nicht, weil in der Anzeige, die ich da formuliert habe, sind alle wesentlichen Inhalte drauf. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man die Sachen intensiv aufschreibt. Und dann schreibe ich mir auf diesen Formularen alle wesentlichen Inhalte drauf. Und wenn das dann so gewesen ist, dann ist es definitiv so gewesen. Doch das Erinnerungsvermögen des Beamten wird an diesem Gerichtstag erst gar nicht auf die Probe gestellt. Der Beschuldigte erscheint einfach nicht. Es bleibt bei dem ursprünglichen Bußgeld von 60 Euro und einem Punkt in Flensburg. Und? Ja, das Verfahren lief sehr schnell. Das heißt, der Betroffene hat nach Rücksprache mit seinem Verteidiger den Einspruch zurückgezogen. Das kann er machen, also zu jeder Zeit, auch noch kurz vor Eröffnung des Verfahrens. Ja. Der Richter hat dann entsprechend das Bußgeld verhängt, oder wird das Bußgeld dann verhängen und es wird dann verstreckt werden und dann ist die Sache erledigt. Ein bisschen komisch, oder? Ja, ist aber nicht ungewöhnlich. Das heißt, die Beschuldigten, die pokern einfach, dass die Polizeibeamten irgendwann mal krank sind oder nicht erscheinen können. Oder aus verschiedenen Gründen nicht erscheinen können. Ob das Urlaub ist, ob das irgendwie, wie gesagt, ein Seminar ist, wo man nicht daran teilnehmen kann. Dann kann auch das dazu führen, dass man irgendwann sagt, okay, ich stelle das Verfahren ein, kann. Hier ist eigentlich alles dabei. Also ich sag mal, vom Termin, der dann bei Eintreffen direkt zurückgezogen worden ist, wie das jetzt beim Martin der Fall war, oder ich sag mal, mein längster Gerichtstermin, der war, glaube ich, 4,5 Stunden, auch wegen dem Handyverstoß. Aber diesmal war es eben so, ne? Wurde der Einspruch direkt zurückgenommen vor Anfang an. Okay. Also brauchte noch nicht mehr angehört werden. Hätte man sich auch die Fahrt sparen können. Ja, aber das kennen wir ja, ist ja nichts Neues. Außer Langmut ist bei den Radpolizisten Mertens und Jochheim ein dickes Fell gefragt. Kaum eine Verwarnung ohne Gezeter, kein Bußgeld ohne Diskurs. So, hallo, ich grüße Sie. Mertens Polizei Köln. Ja, sehe ich ja. Ja. Ich bin in die falsche Richtung gefahren. Ja, sind Sie. Ja. Gibt es da einen Grund für? Ich bin behindert, kann schlecht gehen, wollen wir hoffentlich kein Knirschen machen. Sind Sie elektrisch unterwegs? Ja. Ja. Wenn ich schlecht gehen kann. Ja. Das ist sehr hilfreich. Ja. Also alles gut, wenn Sie mobil bleiben wollen auf dem Fahrrad, ne, aber dann müssen Sie auch die Verkehrsregeln halten. So. Weil wir haben in einer Stadt wie Köln ein sehr hohes Verkehrsaufkommen.
gerade mit Begegnungsverkehr auch. Ja. Das heißt, ne, Sie fahren jetzt, kommen uns entgegengefahren und weichen, sehen uns. Das ist gut. Reagieren und weichen aus. Und gucken Sie mal, wo Sie hin ausweichen. Sie sehen die Möglichkeit, wo gar kein Platz ist. Wo Fußgänger mit Tüten laufen, wo Einkaufsverkehr ist. 6 Meter breiter Gehweg. Ja, nee, der Gehweg ist aber gesetzlich gesehen, ne, für Fußgänger, nicht für Radfahrer. Okay? Ich sehe das an. Das ist gut, dass Sie es einsehen. Ne? Verwarnen möchten wir Sie aber trotzdem. Oh, muss das denn sein? Ja, das muss sein. Ein armer Rentner. Das, ne, es geht um die Sache hier. Ja, gut. Okay, so, das kostet 20 Euro. Das entgegengesetzt fahren, dieser Verstoß. Steht das in der Ordnung drin? Jawohl, kann man das nachlesen? Im Tatbestandskatalog können Sie es nachlesen. Auch in der Straßenverkehrsordnung, in den Erläuterungen können Sie es nachlesen. Ja, gut. Ja? Dann haben Sie Ihr Ziel erreicht, ein schönes Knirschen zu machen. Die Frage ist, ob Sie die Verwarnung annehmen. Das ist ja die grundsätzliche Frage. Sie können ja auch ablehnen, Sie können sagen, nee, sehe ich alles ganz anders. War Platz genug, 6 Meter breite, haben Sie jetzt gerade schon gesagt. Das war es im Grunde genommen. Ich sehe das ein bisschen übertrieben an. Ich meine, die Polizei ist auch manchmal dann Freund und Helfer und Sie hätten da mal ein Auge zudrücken können, wie wir das in der Verfahrensweise machen können. Sie haben ja einen Ermessensspielraum. Ja. Und den könnten Sie auch benutzen. Genau. Aber bei wem benutze ich den und bei wem nicht? Ja. Den Ermessensspielraum. Hallo. Schönen guten Tag. Kommen Sie bitte mal rum. Auf, ja, genau. Das ist, genau, Sie fahren auf den Fahren. Ja, kommen Sie mal runter, kommen Sie mal runter. Das ist super gefährlich. Falsche Richtung fahren ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ich wollte nur. Ja, Sie wollten mal eben schnell, ne? Und die Leute kommen jetzt hier so entgegen. Die fahren auf der falschen Seite. Ich weiß, was ich machen soll. Hier ist Fußgängerverkehr. Da sind die Poller, ne? Das ist. Ich komme sofort zu Ihnen. Augenblick bitte mal. Augenblick sofort. Das mit dem Abzocker finde ich nicht gut. Ist zwar Ihre Einstellung, aber das hören wir jeden Tag. Und ich muss sagen, das. Sie tun Ihre Pflicht. Ja, nee, das. Ja. Stecken Sie es rein, dass wir fertig werden. Schade. Weil ich habe Kinder. Und wenn die hier spazieren gehen, möchte ich nicht, dass Sie die Kinder anfahren. Ich habe auch Kinder. So, und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Weil das Gespräch ist leider zum Negativen für mich verlaufen. Schöne Tag, eingeschränkt. Ja, meiner vor allem. Weil sowas, was Sie äußern, kann ich nicht verarbeiten. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt. Schieben Sie bis da und dann können Sie sich einreihen. Ne? Okay? Machen Sie es gut. Jetzt fährt er mit einem Elektrofahrrad. Er kann sich schlecht bewegen, hat er gerade gesagt. Und jetzt fährt er auf so einem Superfahrrad mit Impuls 5. Ne? Ja, wenn man sich schlecht bewegen kann. Die Frage ist, ob man dann auf so einem Fahrrad, man will mobil sein, klar, ne? Aber ja, okay, dann wär, ne? Nicht an die Regeln halten, einfach fahren durch die Fußgänger hier, funktioniert nicht. Ne? Und dann zu sagen, ich bin Kölscher Beamter, ne? Da hat man immer noch als Pensionist eine Wohlverhaltenspflicht. Ja? Und dann einem anderen Beamten zu sagen, man ist Abzocker, finde ich, das gehört sich nicht. Es gibt auch Radwege, die sind zweispurig. Richtig, ne? Und, genau. Und woran kann man das? Kann man ja also, wenn es zweispurig so sind, erkennen, ne? Zweispurig sind, da gibt es Pfeile in beide Richtungen, nach links und rechts. Das ist ein Fahrradschild wieder vorne und dann sind da unten Pfeile sind da angegeben. Ja? Dann kann man in beide Richtungen fahren. Hier ist ja noch gar nichts. Ne? Also, ja, hier ist dann ein ganz normaler Radweg, aber nur in eine Richtung ist das. Ne? Da haben wir auch wieder. Hallo. Auch Sie bitte mal absteigen. Schönen guten Tag, mein Name ist Jochheim. Ich habe extra angehalten. Sie hätten gerade wegen mir haben Sie angehalten. Die soll nicht wegen mir unbedingt anhalten, sondern für die Fußgänger, die Sie uns angefahren hätten, gerade eben auch. Ja. Er ist ja nach hinten gelaufen. Mein Name ist Jochheim, Sie fahren auf dem Gehweg. Ja, dürfen Sie nicht. Ich bin extra ausgewichen. Extra ausgewichen, ja genau, das hört man immer wieder. Guck mal, mir kommt die nächste Stunde wieder an. Das ist ja unglaublich. Hallo. Einmal auch zu mir bitte. So, jetzt müssen wir mal. Schönen guten Morgen. Jetzt machen wir ein Riesentreffen. Machen wir jetzt hier. Mein Name ist Jochheim. Ich halte Sie an wie die Herrschaften auch, weil Sie ein Fehlverhalten an den Tag legen. Fahrradfahren auf der falschen Seite. Das ist der Radweg. Der geht. Nein, das dürfen Sie auch nicht. Ihnen biete ich 10 Euro an. Dürfen Sie begleichen mit EC-Karte, Kreditkarte vor Ort. Ist die Sache erledigt. Mit EC-Karte möchten Sie begleichen? Ja, wenn das nicht anders geht. Machen wir. Ich hoffe, dass deine Verwarngeld von 10 Euro kommt bei Ihnen an und doch, ne? Das ist nicht einsichtig. Also das nein, nein. Wissen Sie was, ich kann ein Verwarngeld ja nur anbieten, ne? Wenn Sie einsichtig sind. Nee, bin ich nicht.
dann wieder zurück. Nein, aber Sie müssen Ihr Verhalten einfach ändern. Und das, das Problem ist das. Nee, wenn Sie jetzt 100, wenn Sie jetzt 100 Euro bezahlt hätten bei mir, was machen Sie dann? Noch mehr Schilder. Nein, es geht doch, es geht um Unfallvermeidung. Und da können Sie dazu beitragen. Sie sehen mein Alter, aber Sie können das für sich entscheiden, dass ja, Sie das okay, aber die anderen, die 100 Meter, wenn ich aber, denke, es kommt, jetzt und die anderen Menschen, die anderen Radfahrer, die entgegenkommen, die sagen, was mache ich jetzt? Kommt ein Geisterfahrer auf mich zu? Ja, das ist doch geil. Ich sehe das doch. Gucken Sie mal. Die, aber die fahren doch hier entgegen. Nein, die kommen doch da hinten an der Ampel. Da stehen die doch. Nein. Und dann sehe ich das hier freis und fahre da gleich links rein. So mache ich das. Und das mache ich auch weiter. Bitte nicht. Aber wenn Sie beim nächsten Mal treffen sollten... Ja, dann bin ich wieder mit 10 dabei. Nein. Also im Gegenteil. Nicht mehr mit 10. Nein. Sie kennen mich das jetzt. Nein, das also ist kein Witz mehr. Nee, ich schreibe dann sofort... Ich biete Ihnen keinen Verwandelter mehr an. Ne? Ja, okay. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Also das ist nur... Es ist ein Regelsatz. Ich kann von dem Regelsatz abweichen jetzt hier. Das ist nur 10 Euro. Ja? Meine, nein. Es geht um die Unfall... Bitte, was machen wir jetzt denn? Wir haben Sie gar nicht verstanden, ne? Wissen Sie was? Das ist nicht mehr in Ordnung, was Sie machen. Also wir machen hier kein Kastner-Theater, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Wir sind bei der Polizei, ich hatte das gerade erklärt, Sie sind uneinsichtig. Ich möchte Ihren Namen jetzt mal aufschreiben, bitte weisen Sie erstmal aus. Das möchte ich jetzt machen. Nein, Ihren Namen möchte ich gerne festhalten, bitte vom Radweg gehen. Nee, das ist nicht mehr witzig, Und wenn Sie weiterhin angeben... Nein. Nein. Für mich ist das kein Spaß mehr jetzt hier. Nein, jetzt möchte ich gerne Ihren Ausweis sehen. Ich bin uneinsichtig. Ja. Aber ich bin ja noch Studiendirektor außerdem, ja. Studiendirektor auch, das noch. Ja. Da sind Sie doch intelligent, wissen genau, gucken sich die Unfallzahlen an. Die Unfallzahlen sprechen für sich. Wissen Sie überhaupt, was für Folge haben könnte, wenn Sie hier weiterhin behaupten, dass Sie weiterhin so fahren, obwohl ich Sie belehrt habe. Das heißt auch im Umkehrschluss, gehen Sie mit den Ausweisen mal, genau. Und Sie haben auch einen Führerschein, haben Sie auch. Eine Mitteilung im Straßenverkehrsamt. Wenn ich denen das mitteile, wie Ihr Verhalten im Straßenverkehr als Radfahrer und werden sich auch nicht weiter künftig dran halten, was ich Ihnen dann sage, kann man Sie vorladen zur MPU. Das heißt wirklich, Sie werden vorgeladen und müssen die Eignung und Befähigung zur Führung von Kraftfahrzeugen nachweisen. Nur mal so aus so einem Verstoß bei 10 Euro. Ja, und vielleicht kommt das einfach mal an, weil 10 Euro kommen bei Ihnen nämlich nicht an. Sie wollen das nicht. Sie wollen das nicht. Dass ich durch meine witzige Art das doch irgendwie ein bisschen entkräftet habe. Das ist kein Witz. Sie waren ja auch so freundlich und so, ne? Ich bin auch nett, aber ich lasse mich nicht veräppeln von Ihnen. Und wenn ich Sie gerade anspreche und steigen dann wieder Ausfahrer, wo dann losfahren, das finde ich dann nicht mehr in Ordnung. Ne? Das ist echt nicht in Ordnung. Trotzdem, Ihren Namen notiere ich mir einfach mal. Sie glauben, das ist wahrscheinlich am besten von alleine regelt, ne? Natürlich, weil ich das ja... Das sind also von da bis da sind es vielleicht 150 Meter. Ich muss da jetzt links ab. Und wenn ich Gegenverkehr sehe, dann ist klar, dass es die haben. Das natürlich Vorfahrt, ne? Ich würde dann... Abzockerei ist falsch parken. Das ist alles Schwachsinn, alles Abzockerei. Die wollen sich nur gut sein, aber die sollen erstmal das alles hier in den Griff kriegen und dann so Kleinigkeit wie mit Fahrrad, das schadet ja keinem, oder? Die sollen erstmal das machen, was die Leute schadet und was hier in Land Unruhe reinbringt. Das sollen die erstmal in den Griff kriegen, anstatt die irgendwelche Belehrungen über Fahrräder machen. Ich habe echt geglaubt, ich komme mit guten Worten bei Ihnen an. Das muss ich Ihnen ganz ehrlich, bei ihm jetzt auch noch mal geklärt, dass Sie insofern Ihren Job gut machen, dass Sie diese Unfallvermeidung, dass das ja die Hauptmotivation ist und dass Sie die Radfahrer eben dann belehren in dem Sinne. Glauben Sie mir, Sie können für andere Menschen nicht mitdenken, wie die im Straßenverkehr reagieren. Nee, da Und die Unfallvermeidung können Sie einfach, Sie können das vermeiden, wenn Sie auf der richtigen Seite auch wirklich fahren. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich steige jetzt nicht mehr auf. Ich steige nicht mehr auf. Nee. Okay. Also wir haben die Message verstanden. Ja, habe ich. Ja. Okay. Dann schönen Tag. Tschüsschen. Tschö. Der erst einfach mit schärferen Maßnahmen, dann bin ich gedroht hat, dann hat es mir einen Blick gemacht auch. Ne? Bestätigt immer wieder unsere Studie, die wir in Auftrag gegeben haben. Das heißt, die Bürger lernen eigentlich nur noch übers Portemonnaie. Erst wenn es wirklich wehtut.
dann werden die ihr Verhalten auch ändern. Ne? Aber bei 10 Euro ist das wirklich noch zu wenig. Zahlen die 100 Euro für so einen Verstoß, überlegt sich jeder dreimal, ob er wirklich dann verkehrt fährt. Aber heute wieder viel erlebt, ey. Viele kaputte Leute. Heute, ne? In der kürzesten Zeit, ey. Echt. Wir wollten nur nach Ehrenfeld fahren. Ja, mal, nur. Ne? Wir wollten mal eben schnell nur. Nur. Kurz mal nach Ehrenfeld. Was waren die Kalorien? 1347. Wir sind heute gefahren 15,12 Kilometer. Oh, doch so viel? Ja. Und wir sind nicht viel gefahren, ne? Nee. 5 Stunden, 10 Minuten. Wenn noch mal einer, irgendeiner mal sagen sollte, die Fahrradfahrer sind faule Säue, dann druck ich das alles aus. So, fährst du über die abgesenkte Schiene hier oder was? Jo. War ich ja trocken, zum Glück. Nach rund 50 Belehrungen und über 5 Stunden im Sattel sind die Beamten noch immer nicht mürbe. Fortsetzung folgt. Wir haben einen schönen Tag verbracht. Der war gut. War alles gut. Mega entspannt.